Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe vom Scope Berlin EM Talk. Wir melden uns heute live aus der Trainingshalle der Füchse Berlin und bei mir sind Silvio Heinevetter, Fabian Wiede und Paul Drucks, alle drei auch Nationalspieler. Herzlich willkommen erstmal. Ja, die Saison ist gestern zu Ende gegangen. Fünfter seid ihr geworden. Wie bewertet ihr am Ende dieses Ergebnis? Ja, ist ein zufriedenstellendes Ergebnis. Wir haben aufgrund vieler Verletzte eine schwere Saison gehabt, gerade zum Anfang. Aber schlussendlich war es eine gute Saison. Wir haben guten Handball gespielt und hatten unsere Hochs, allerdings auch unsere Tiefs. Trotz alledem haben wir gerade zum Ende der Saison richtig unseren Handball gefunden, zu Hause vor allem, und haben, glaube ich, unseren Zuschauern einige schöne Spiele liefern können. Von daher alles gut. Wie fällt dein Fazit aus? Ich kann eigentlich nur zustimmen, weil wir einfach am Anfang der Saison, wie schon Silvio gesagt hat, dass wir da viele Verletzte hatten und daher wirklich mit einem sehr geringen Kader gespielt haben, ging es auch natürlich sehr an die Belastung. Und daher waren wir alle umso glücklicher, als sie alle zurückkamen und wieder ein bisschen breiteren Kader hatten. Und da hat man auch gesehen, dass dann einfach besser lief zum Ende der Saison hin. Paul, du warst einer der vielen Verletzten. Wie glücklich bist du, dass du jetzt wieder voll dabei bist? Ja, sehr glücklich. Macht Spaß, wieder dabei zu sein bei der Mannschaft auch helfen zu können. War eine lange Zeit, nicht ganz einfach, aber ist jetzt gut, dass es vorbei ist. Ja, ihr beide habt kürzlich euren Vertrag hier um 5 Jahre verlängert. Warum ist Berlin der richtige Verein für euch oder die richtige Stadt? Ja, also erstmal haben wir beide schon in der Jugend hier gespielt und daher sind wir schon lange hier. Ich seit 2009 oder 2010, Paul, ich glaube ein Jahr später, und daher haben wir einfach auch dem Verein viel zu verdanken, dass sie uns oben angebracht haben. Und das ist einer der größeren Aspekte, warum man hier auch verlängert. Außerdem fühle ich mich hier sehr wohl in der Stadt, habe meine Familie, meine Freundin hier, und daher bin ich rundum zufrieden und brauche jetzt erstmal keinen Wechsel. Paul, wie sieht es bei dir aus? Ja, eigentlich sind es genau die gleichen Gründe. Schöne Stadt, ein super Verein, gute Infrastruktur hier, der uns auch viel gegeben hat, dem wir viel zu verdanken haben. Und ich glaube, wir sind beide sehr froh, hier noch 5 Jahre zu spielen. Jetzt geht's für euch drei alle in die Olympia-Vorbereitungen. Wie geht's denn jetzt nach der Saison für euch weiter? Ja, wir haben ja jetzt Montag. Wir fahren jetzt sofort zur Nationalmannschaft. Haben dann am Mittwoch ein Spiel gegen Russland. Bis Ende der Woche noch Nationalmannschaft. Dann haben wir ein paar Tage, wo jeder nach Hause fahren darf, ein bisschen Urlaub machen kann. Natürlich alles mit dem entsprechenden Trainingsplan und so weiter. Und bei ein paar Wochen oder ein paar Tage muss man auch, obwohl so ein großes Turnier vor der Tür steht, mal abschalten können. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir haben noch ein weiteres großes Turnier vor uns. Und zwar ist das die Europameisterschaft im Fußball in Frankreich. Darüber wollen wir heute mit den Handballern natürlich auch sprechen. Wie schaut ihr die EM? Habt ihr überhaupt die Gelegenheit, euch die Spiele anzugucken jetzt in der Olympia-Vorbereitung? Also wir haben schon Zeit, da wir gerade in der trainingsfreien Phase auch sind dann. Ich persönlich bin im Urlaub mit meiner Freundin auf Fort Ventura und werde dann da die Spiele verfolgen. Und ihr beide, wo schaut ihr die EM? Keine Ahnung. Also das wird weißt du noch nicht? Das wird spontan. Also mit ziemlicher Sicherheit vom Fernseher, vor einer Leinwand oder sowas, weil das ist mir dann zu stressig, dann nach Frankreich zu fahren, und von daher wahrscheinlich in Berlin oder mit Freunden zusammen, das macht dann am meisten Spaß. Wie sieht es bei dir aus, auf der Fanmeile oder mit Chips zu Hause auf dem Sofa? Wahrscheinlich beides nicht. Einfach, keine Ahnung, irgendwo spontan vorm Fernsehen, irgendwo vielleicht auch in einem Biergarten oder so. Mal schauen. Na gut. Was kann denn der Fußballer allgemein vom Handballer lernen? Jetzt im Hinblick auf die EM. Keine Ahnung. Also weiß nicht, was ich dazu antworten soll. Es ist ja ein langes Turnier, in dem auch psychologische Aspekte bestimmt eine Rolle spielen. Du bist ja selber Europameister geworden, jetzt im Januar mit der Handballnationalmannschaft. Was ist denn in so einem langen Turnier gerade psychisch wichtig für die einzelnen Spieler? Ja, man muss einfach sich von Spiel zu Spiel fokussieren. Wie man bei uns auch gesehen hat, dass wir
zwar das erste Spiel verloren haben, aber uns danach immer mehr ins Turnier reingesteigert haben. Und das kann man den Fußballern einfach nur auch so mitgehen, dass man sich von Spiel zu Spiel immer steigern muss, dass man dann im Finale hoffentlich seine maximale Leistung abrufen kann und dann eine Goldmedaille nach Hause fährt. Was ist der ultimative Geheimtipp von dir an Jogis Jungs? Wie wird man Europameister? Spiele gewinnen. Spiele gewinnen. Sehr gut. Jetzt gab es einen deutschen Nationalspieler, Marco Reus, der konnte jetzt kurzfristig nicht mit zum Turnier fahren. Paul, du kennst das, du warst auch vor der EM verletzt, konntest leider nicht mitfahren. Wie geht man mit so einem Rückschlag um? Ja, das ist natürlich für den Spieler ganz, ganz bitter. Also das tut ihm wahrscheinlich auch in der Seele weh, aber so ist das nun mal im Sport. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Und dann muss man einfach das Beste daraus machen, so doof es sich auch anhört. Aber da kann man jetzt die Reha dann vielleicht auch nutzen, um stärker wieder zurückzukommen. Silvio, du bist auch vor der EM ausgemustert worden, auch was du bisher so noch nicht kennengelernt hattest. Was würdest du Marco Reus mit auf den Weg geben? Wie geht er am besten mit dem Rückschlag um? Wie verkraftet er diese Zeit? Also ich maße mir nicht an, einem Marco Reus irgendwelche Tipps zu geben. Ich glaube grundsätzlich, dass die Fußballer oder die Nationalspieler an sich schon sehr gut beraten sind, intern. Und von daher, denke ich, brauchen die keine Tipps von uns. Ihr habt während eurer großen Turniere, habt ihr auch immer wieder Kontakt zu den deutschen Nationalspielern im Fußball gehabt. Es gab immer wieder Videobotschaften gegenseitig. Gibt es intensiven Kontakt zu einzelnen Spielern oder sogar Freundschaften, irgendjemand von euch? Nee, bei mir ist es nicht so, ich kenne da keinen Fußballer persönlich. Okay, aber ihr drückt euch immer gegenseitig die Daumen, wird wahrscheinlich auch diesmal wieder eine Videobotschaft geben an die Jungs in Frankreich. Ja, ein paar kennt man natürlich persönlich, aber meins ist das nicht mit Facebook, Twitter, schieß mich tot. Von daher, man muss ja auch nicht damit mit hausieren gehen, wen man kennt und wie man den kennt und so weiter. Von daher, ich drücke an sich Deutschland die Daumen. Ich denke, spannend wird es erst, wenn es in die K.O.-Spiele geht. Ansonsten ist man einfach ein normaler Fußballfan und das hat nichts damit zu tun, ob man selber Sportler ist oder nicht, sondern da sitzt man, wie Fabi gesagt hat, im Biergarten wahrscheinlich mit 100 anderen Leuten, die ganz normale Berufe ausüben und jeder ist halt gleich. So. Bier trinken ist erlaubt? Ja, im Biergarten gibt es ja auch noch andere Sachen außer Bier. Ja. Also okay. Ich denke, das weißt auch du, oder? Das weiß auch ich, aber die Frage ist, ob ihr während der Olympia-Vorbereitung Alkohol trinken dürft. Also das sind Themen, die interessieren mich gerade gar nicht. Na gut. Paul, du bist mit in jungen Jahren zur WM nach Katar gefahren, warst da eine ganz wichtige Stütze. Jetzt hat Joachim Löw auch drei ganz junge Spieler nominiert, Leroy Sané, Joshua Kimmich und Julian Brandt ist nicht dabei, der letzte ist, jetzt habe ich es fast, genau, Julian Weigel, genau, danke, dass ihr mir auf die Sprünge helft. Wie geht man als junger Spieler mit so einem Leistungsdruck in so einem Turnier um? Ich glaube, wie jeder normale andere Spieler auch, also sich einfach keinen Kopf machen, die Leistung versuchen abzurufen, die man gebracht hat immer, und sich einfach ins Team integrieren und dann läuft das von alleine. Du bist auch in jungen Jahren schon Europameister geworden. Was ist dein Tipp an die jungen Spieler? Eigentlich genau, wie Paul schon gesagt hat, einfach genauso spielen wie vorher. Man wurde nicht umsonst da hineingewählt in die Nationalelf und daher weiß man auch, dass man da reingehört und man weiß auch, dass der Trainer auf einen zählt und das einfach dem Trainer auch wiedergeben und wieder auch zeigen, dass man da berechtigt drin ist. Ihr habt euch bei der EM mit dem EM-Titel habt ihr euch auch in die Herzen der deutschen Fans gespielt. Es ist vielleicht trotzdem ein Stück weit enttäuschend, dass die Fußballer einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als die Handballer? Na, ich glaube, mittlerweile findet man sich damit ab. Also da gab es schon so viele Diskussionen drüber und da möchte ich mich auch gar nicht weiter mit befassen, weil es einfach, ich mag meinen Sport so wie er ist und werde ihn auch immer weiter spielen, auch wenn jetzt keine Zuschauer vorm Fernseher sitzen und uns die Daumen drücken. Also. Aber es ist ja trotzdem eine Diskussion, die viele bewegt. Deswegen gebe ich die Frage einfach mal nach rechts an Silvio weiter. Du hast ja auch schon viel Turniererfahrung. Was sagst du zu der Thematik? Ja, das ist halt das Geschäft. Fußball ist ganz klar Nummer eins. Wir als Handballer, denke ich, sind in der Position, wo wir uns nicht so beschweren dürfen. Wenn ich mir andere Sportarten angucke, in der Leichtathletik oder im Schwimmen oder was weiß ich,
Die haben noch weniger Fernsehzeiten. Grundsätzlich ist es so, dass im Fußball unglaublich viel Geld ist, von daher unglaublich viel Macht, viel Fernsehzeiten wegnimmt. Aber das ist halt die Marktwirtschaft und von daher, was will man sich ja beschweren? Ich finde das nicht schlimm. Die haben das auch verdient. Ab und zu ein Ticken zu viel, gerade wenn man über den Teich guckt nach England, dann ist das ein Tacken zu viel, aber ja, was will man sich als Handballer da beschweren? Wir sind glücklich mit unserem Sport. Wir gucken selber ganz gerne Fußball. Ja. Ja, das ist auch schon mal ein schönes Schlusswort. Ja, zum Ende unseres Talks noch kurz ein Tipp von jedem. Was traut ihr der deutschen Mannschaft bei der EM zu und wer wird Europameister, Paul? In Deutschland natürlich, ne? Was meinst du? Hoffe ich und glaube ich genauso, ja. Sehr gut. Und auch etwas Skepsis hier zu sehen? Ja, Skepsis vorhanden, aber drei Stühle, eine Meinung. Trotzdem glaube ich, dass man jetzt nicht sagen kann, die Mannschaft ist Favorit auf dem Titel, ein Turnier ist so lang. Ich glaube, die Deutschen, die sind gut damit, oder die fahren, würden gut damit fahren, wirklich das Auftaktspiel zu gewinnen. Und peu à peu geht es dann weiter. Wen hast du sonst noch auf der Rechnung? Ich denke, Frankreich zu Hause wird eine Macht sein. Ansonsten denke ich persönlich, die Spanier spielen nicht nochmal so ein schlechtes Turnier. Von daher glaube ich, Spanien kommt relativ weit. Na gut, vielen Dank schon mal an euch. Dann drücken wir euch gewaltig die Daumen für die Olympischen Spiele. Und ja, zum Schluss würde ich euch noch bitten, hier den Ball einmal für uns zu signieren. Silvio legt los. Vielen Dank an dich. Paul ist der Nächste. Und zum Schluss noch unser Europameister. Jo, vielen Dank an euch, unsere Zuschauer, und wir sehen uns morgen beim nächsten EM-Talk wieder. Ups, jetzt fällt der Ball hier fast noch runter. Dann haben wir Ex-Fußball, dann fällt er eben runter. Ja, Silvio Hannevetter kann auch Fußball spielen, sehen wir jetzt hier an der Stelle. Morgen zu Gast bei uns Ivan Klasnic, und in diesem Sinne bis morgen. Danke.